So, meine Damen und Herren, da kommen wir dann wieder zurück in, ja, mehr oder weniger mitten in der Season sozusagen fast. In Season 2, wie gesagt, in Runde 7. Getriebe setzen, nein. Und ja, ich mache das hier etwas im Schnelldurchgang, sag ich's mal so. So, Getriebe. Da bist du noch gut. Kann ich hier die Konstrukteure anzeigen? Genau, ich kann euch mal zeigen, hier Felipe Massa ist momentan nach, ja, Abschluss von 6 Rennen insgesamt auf Platz 8 der Wertung. War im letzten Rennen, was wir hatten in Frankreich, also was ich ja nie aufgezeichnet habe, war seine beste Platzierung drinne, zwar Platz 3. Also immer so nochmal 3. Also er war 8., 6., 7., 14. Hier in Kanada hat er leider einen Flügelschaden gehabt, genauso wie Valtteri Bottas. Deswegen sind die da relativ schnell nach hinten geflogen. Und seine beste Platzierung war halt, wie gesagt, 3. Warum der ist bei, okay, Pierre Gasly auch. Hamilton war halt beste Platzierung momentan 2. Ja, das ist, wie gesagt, die kurze Übersicht. Wie gesagt, wir machen hier schnell verfahren. War ja klar. Erst diesen Wind mit 3 Minuten kann man nichts mehr machen. Sollte mir vielleicht daran gewöhnen, dass ich vielleicht erstmal die längeren Season mache. Quali. Ja, lass ich auch mal so. Dann, dass ich erstmal die mache, die auf 100% sind. Auch wenn er es misslingt. So ein Training haben wir noch. Also ich versuche das, und ich will das jetzt so halt ein bisschen kürzer halten. Erstmal Dinge durch. Digga, da habe ich jetzt schon die Schnauze von voll. Also klar. Egal. So wird das Video vielleicht 20 Minuten lang, 15 bis 20 Minuten. So kann ich aber dafür ein bisschen mehr was anderes zeigen. Wenn ich jetzt manuell fahren will, will ich natürlich ein bisschen mehr kriegen. Aber muss ja nicht permanent immer alles i. Selber fahren. Habt ihr jetzt den 1 gesehen, die ich ja komplett hochgeladen hatte. Ja, unser Siegerrival ist jetzt Hamilton. Ricardo hatte ich besiegt gehabt. Den hatten wir das letzte Mal. Hoch normal, hoch normal. Da können wir ja mal kurz reingucken. Da kann ich jetzt momentan auch nicht weiterbauen.
Da ich, wie gesagt, denn Stufe 3 brauche. Da kommt in 2 Tagen. Hier wird, nee, hier wird keiner gemacht. Dann kann ich den einmal durchziehen. Hoch. 24 Tage, 3 sind glaube ich schlecht, ne? Ja. Ach, nicht in den Boden, ja. Entschuldigung. So, dann gehen wir ins Brot-Quali. Na, kann das vielleicht 1-2 werden? Na, ist es wieder ein Mercedes davor. Auf der Minimap. Aber reicht noch komplett aus. Na, vielleicht kriegen wir ja 1-2 hin. Gleich in der Startaufstellung. Und haben wir 1-2. Also erstmal muss ich den überspringen. Ja, am 1-2. Auf unsere Top 3. Mr. Monaco, Massa und Lewis Hamilton. Nebenbei, wir spielen ja auf mittlerweile auf Version 1.04. Bei Ihnen sah das leicht aus. Das war eine tolle Qualifying Session. Fühlen Sie sich sicherer, wenn Sie vor dem Hauptfeld starten? Wie schätzen Sie die Konkurrenz in dieser Saison für sich ein? Danke für den Kommentar. Ich glaube, wir haben es seit, ich weiß nicht wann, ich glaube seit rund einer Woche, wie gesagt, wir haben heute Montag, den 26.07. 3:12 Uhr. Ich denke, das war vor, weiß nicht, 3, 4 Tagen kam das Update. Und das hatte nicht viel, das hatte jetzt nur einmal kurz zwei Sachen nur beinhaltet. Und zwar einmal, dass die Speicherstände in meinem Team nicht zerstört werden. Und jetzt auch wieder, falls sie zerstört worden sind, jetzt wieder herstellbar sind. Für die, die das Problem hatten. Und das Raytracing für die PS5 wurde erstmal deaktiviert, weil manche Spiele auf der PS5 mit Raytracing. Probleme hatten. Aber bei mir habt ihr gesehen, ich hatte ja keine Probleme. Deswegen verstehe ich den Punkt nicht. Auf einer Strecke, auf der in irgendeiner Form jeder große Preis von Österreich stattfand, bis auf den allerersten im Jahr 1964. Bei diesem Rennen verlor John Watson eine Wette und seinen Bart, als er im Jahr 1976 den einzigen Formel-1-Sieg für Penske holte. Wenn überhaupt, steht heute sogar noch mehr auf dem Spiel, denn für den Sieg gibt es 25 Punkte, was einen entscheidenden Vorteil im Kampf um die Meisterschaft bedeuten kann. Die Strecke in Spielberg befindet sich ungefähr 700 Meter über dem Meeresspiegel und ist mit ihren gerade mal 10 Kurven eine der kürzesten Rennstrecken der Saison. Für eine Runde müssen die Fahrer hier 4,18 Kilometer zurücklegen. Die besten Chancen zum Überholen gibt es nach Start und Ziel in Kurve 1 und dann nach dem steilen Bergaufstück beim Anbremsen zur Kurve 3. Und bei mir ist heute Stefan Römer. Reden wir über Miss Monaco. Was denkst du über ihre bisherige Performance in dieser Saison? Sie haben es geschafft, Fehler zu vermeiden und legen ein gutes Tempo vor. Bisher war das eine wirklich gute Saison. Aber ob sie es schaffen, weiterhin so gute Leistungen zu bringen, wird sich erst noch zeigen müssen. Gehen wir die Startaufstellung der Fahrer für das aufregende Rennen von heute durch. Miss Monaco startet aus der Pole Position.
Und daneben steht Felipe Massa. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Hamilton, Bottas, Lando Norris und Ricardo. Verstappen, Gasly, Perez und Sebastian Vettel. Leclerc, Sainz, Esteban Ocon und Stroll. Tsunoda, Raikkonen, George Russell und Nicolas Latifi. Mick Schumacher, Giovinazzi, Zhou und Nikita Mazepin. Also dann, es wird Zeit. Wir schalten runter zur Strecke für das heutige Rennen. Now that we've got some points on the board, let's continue this form and aim for another top 10 finish. Wie gesagt, warum sie das Raytracing ausgeschaltet haben, auf der einen Seite kann ich es verstehen. Auf der anderen Seite fand ich das aber schwachsinnig. Da hätten sie auch sagen können, okay, wie stellt das um, dass ihr es manuell ein- oder ausschalten könnt. Das Raytracing nach Bedarf. Ah, Entschuldigung. So, lass mal Massa erstmal ein bisschen vor. Kommt schon ein bisschen Hamilton aus. Da war ganz schön wieder neben mir. Oha, das hätte den Schaden unten rechts. Oh, muss er in die Box fahren? Muss ich mir gleich mal in der Wiederholung mal angucken, was genau da passiert ist. Und der eine McLaren fällt auch. Huch. Was heißt da eigentlich, dass Hamilton und der und Ricardo irgendwas mit mir zu tun hatten gerade? Müssen wir uns in der Wiederholung gleich mal angucken. Nach dem Rennen. Wie gesagt, ich bin nicht unfair gefahren, nur wie gesagt, ich hatte nicht den Fall gehabt, dass rechts einer auf der Kurve da oben neben mir auf einmal einer stand, deswegen hat mich das gewundert. Weil manchmal halten die auch dann wirklich rein und dann verkeilt man sich. Aber dass sie hier neben mir waren, rechts einer, war mir klar. Aber dass hier neben mir noch einer war, da habe ich den Fall nicht gehabt, deswegen bin ich ja auf der Linie geblieben. Ja. Aber was war der Schaden, wenn ich euch in einem PS4-Folge mal zeigen wollte? Wenn man nämlich zu oft überall ranstand fährt, dann kriegt man auch den Schaden, oder wie jetzt gerade bei mir.
Ja, müssen wir gucken uns gleich mal eine Wiederholung an. Haben wir die Zeit. Und ich habe noch nebenbei in die Trophy-Liste geguckt, also Trophäenliste. Und die Trophäe mit Jeff sei ruhig, die gibt es nicht mehr. Die haben sie rausgenommen. Aber egal. Das war mal so eine Gratis-Trophäe. Ohne Anstrengung. Einfach ein Rennen starten, sagen Jeff sei ruhig und fertig. Hatten wir ja 2020 und 2019, ich glaube 2018 gab es die Trophäe auch schon, glaube ich, mit Jeff. Wir gucken uns gleich mal die Wiederholung an, bis zur zweiten Kurve, eigentlich der dritten Kurve, weil der Teil links klickt, da oben wird auch noch als Kurve gerechnet. Also Kurve 3, was ich eigentlich eher als Kurve 2 ansehe da oben. An der Leistung auf der Strecke gab es heute nichts auszusetzen, ein sehr verdientes. Stefan Römer, ein überwältigender Sieg heute. Was hat Sie denn von den anderen abgehoben? Der Zustand der Reifen hat bei diesem Ergebnis eine zentrale Rolle gespielt. Dann kommen wir gleich mal gucken, ob wir in der Wiederholung auch schon Schaden am Unterboden sehen können. Mit ganzer Renndistanz halten können. Man muss also schnelle Rundenzeiten fahren, sachte steuern und die Reifen schonen. Diese Dinge haben das Rennen heute entschieden. Also mich hat dieses spektakuläre Rennen schon ziemlich ausgelaugt, aber ich bin mir sicher, dass die Fahrer darüber nur lachen können. Sie haben richtig hart gearbeitet, um heute hier stehen zu können. Und es ist schön zu sehen, dass es sich für Sie gelohnt hat. Ja, nach Frankreich 1-3, jetzt endlich mal 1-2. Und natürlich halt Quali 1-2. Das heißt ja, wir müssen ja uns Konstrukteur gleich richtig hart ausgebaut haben. Sehen wir uns nun die Fahrer ran, Mister. Mr. Monaco vergrößert den Vorsprung in der Weltmeisterschaft. Wir haben heute einige beeindruckende Talente auf der Strecke gesehen. Stefan, aber wer ist für dich der Fahrer? Genau, Massa ist jetzt Sechster, von 8 auf 6 hoch. Sagen Esteban Ocon. Er hat einfach am meisten Talent dafür, seine Reifen optimal. Also Massa könnte auf jeden Fall noch an Ricardo vorbeiziehen, das steht fest. Danach wird es schon ein bisschen schwerer. Die Führung vergrößert ihren Vorsprung an der Tabellenspitze. Und gute Arbeit von Aston Martin an diesem Wochenende. Sie machen einen weiteren Satz nach vorn. So, gucken wir uns mal die Wiederholung an. Gucken wir uns Hamilton an. Da haben wir einmal kurz gebremst. Also Brake Check. Okay, das waren Daniel Ricciardo innen drin. Und dann sind die miteinander kollidiert. Ah, ein bisschen Schaden kann man, glaube ich, sehen. Am Unterboden. Kann ich jetzt auch
Huch. Kann man den Schaden sehen? Da sieht man nichts. Da sieht man aber auch. Hoch. Da sieht man einen Teil hochgebogen, ist aber beim Master hinten auch. Dann sieht das noch alles heile aus. Okay, sieht noch alles heile aus, obwohl es beschädigt war. Mal über so fallen noch ein paar Dinger runter. Ihr Team hat heute die beiden vordersten Plätze belegt. Kann man sagen, dass Sie als Fahrergespann einfach ein Gewinnerteam sind? Wie fühlt es sich an, seinen Teamkollegen da oben auf dem Treppchen zu sehen? Danke für den Kommentar. Ups, Entschuldigung. Zum zweiten Mal, dass Hamilton nur 2 Punkte kriegt und nicht 3. Ja, bei Zuwachs 20 müssen wir 25 kriegen, um den letzten Punkt an Sponsor freizuschalten. Ernsthaft, Diggi? Das verstehe ich nicht. Das hatte ich nämlich in meinem Rennen auch, dass ich nichts gekriegt habe. Komplett gar nichts. Und das, meine Damen und Herren, finde ich lächerlich. Verdiene 33. Natürlich ist hier der Beste, aber man weiß ja nicht, ob Massa immer die Punktanzahl kriegt, die wir brauchen. Weil wenn ich 25 hole plus extra Punkt, bin ich bei 26. Das heißt, er muss 7 holen. Das heißt, er darf nicht schlechter werden wie eigentlich Platz 6. Nach meiner Rechnung. Oder Platz 5, irgendwie so. Nehmen wir erstmal die hier, die schnellste Runde. So, dann starten wir auch nochmal kurz einmal dadurch. Okay, die neuen Teile sind aus der Fabrik gekommen. Wir bauen sie vor dem nächsten Grand Prix ein. So, Ausfallwahrscheinlichkeit plus 0%, Bauzeit plus 1%. Wollt ihr mich verarschen? Okay, ihr braucht noch. Mach ich den mal kurz rein. Tausend. So sind die nicht so weit durch. So, und dann bedanke ich mich ja bei diesem komischen Rennen, wo wir hinten keine Punkte gekriegt haben. Das wären sicherlich wahrscheinlich so zusammengehend, glaube ich, um die 4 Millionen gewesen. Aber an dieser Stelle, meine Damen und Herren, bedanke ich mich fürs Zugucken und werden uns denn, das müsste glaube ich Rennen 12 sein mit der Silly Season denn.
Das heißt praktisch Halbzeit Rennen 1 war das Auftaktrennen, jetzt haben wir Rennen 2, dann haben wir die Silly Season, was die ja feststeht. Denn dazwischen wollte ich ja noch ein Rennen machen und halt das letzte Rennen. Das heißt 5 Rennen für Season 2 und es kann sein, wie gesagt, dass in Vorlaufen immer nur 3 werden. Das erste, dann die Silly Season und dann das letzte Rennen. Diesen Durchgang sind es vielleicht noch 5 Runden. 5 Rennen und dann ab der Season 3 dann wahrscheinlich nur noch 3. Außer er sagt, ey, wir wollen 5 sehen, wir wollen zwischen Rennen 1, Rennen 12 und Rennen 20 bis dato noch dazwischen Rennen 1 und 12 noch ein Rennen sehen und zwischen Rennen 13 und 20 dann nochmal einsehen. Dann mache ich ab Season 3 natürlich auch wieder 5. Ansonsten wird ab Season 3 nur noch 3 Folgen kommen. Da gehe ich aber später nochmal drauf ein, wenn wir beim letzten Rennen sind. Ja, ich bedanke mich bis hierhin erstmal fürs Zugucken und wir werden uns dann in ein paar Rennen wiedersehen.